Hallo Karin. Ja, du bist die Erste. Tschakka. Hallo Rina. Bin schon länger ein stiller Zuschauer. Heute das erste Mal aktiv dabei. Super, Gina. Klasse. Sabine, guten Abend. Hallo. Juhu. Schön. Sehe doch schon ganz, ganz viele hier. Ich habe mir einen riesen Pott Kaffee gemacht, ne? Wir warten jetzt noch ein bisschen, ne? Und dann fange ich an, ne? Hab da vorab irgendwie eine Frage. Da können wir das direkt klären. Ja, ich habe mich auch wieder gefasst. Oh, hallo Christine. Hallo Yoshi. Ja, hallo. Lass dir schmecken. Ja, Kaffee, Kaffee geht immer. Ja, hier, Nicole. Prost. Heute Abend brauche ich einen riesen Pott Kaffee. Hallo Anke. Ist das hier so gut vom Licht her? Also, wird es mal ein Video geben, wie ich meine Bars aufbewahre? Das gibt es hier schon. Aber das kann ich durchaus machen. Brüsterchen. Habe ich heute schon bestellt? Ja. Ich zeige euch auch gleich, welche Lampen ich bestellt habe. Die Lampe von Februar gefällt mir überhaupt gar nicht. Wartet mal. Wartet mal. Wie kriege ich denn? Aha. So. Licht ist super so. Wunderbar. Nix Kaffee. Früchtetee. 1A Licht, ja, tipptopp. Ich wieder, ne? So, wie kriege ich denn jetzt das? Ah, so. Aber wie kriege ich denn dauerhaft hier die Kommentare? Hallo, Moon. Keine Ahnung. So, jetzt sind wir hier schon 3 Minuten zugange. Ey, die Zeit, die rennt. Ey, 21 Leute schon. So, jetzt trinke ich mir noch mal Mut an oder geht weiter hier. Hallo Schlamsi. So, ich wollte ja mit euch eine Katalogtour machen. Und da ich alle meine Lampen aus habe, weil ich nachher, wenn wir hier fertig sind, einen Wachswechsel mache, habe ich mich hier mit meinem Go bewaffnet. Bonfire Beach ist drin. Oh, ich liebe diesen Duft. Mögt ihr den auch oder ist das eher nichts für euch? No, der ist ja hölzern. Und ich liebe den, weil er auch halt, ne, süß ist. Dann habe ich heute, genau, das wollte ich nämlich noch sagen. Ich habe heute Proben gegossen wie eine Irre. Kann man nicht anders sagen. Stundenlang. Kann heute auch mal teilnehmen. Viel Text schreiben kann ich. Hi Frank. Ja, schreiben kannst du. Ellenlange Texte. Also ich bewundere das immer, weil auf sowas, ne, da hätte ich keine Lust. Deswegen, ne, ich quatsch lieber. Hallo Solveig. Oh, hallo Sandra. Ja, auf jeden Fall. Die Happy Mails. Ich habe am Laptop auch mein Mini-Event mit Pink Cotton. Ja, ich, ne, Pink Cotton ist auch super. Ich brauche hölzern und maskulin. So, an alle, die Happy Mails für Februar.
Die kommen diesen Monat ein bisschen später, weil ich immer noch auf den Duft des Monats Februar warte. Da habe ich irgendwie, keine Ahnung, Mist gebaut beim Bestellen. Irgendwie ging die Bestellung nicht durch und ich wundere mich und wundere mich, ja, warum die Düfte hier nicht ankommen. Ja, Blueberry Rush. Ja, auf jeden Fall, ich wundere mich und wundere mich. Michelle, oh Michelle! Hi! Ja, und ich wunderte mich halt, warum die Düfte nicht an oder der Duft nicht ankommt. Ah ja, dann habe ich mal nachgeguckt, da war gar keine Bestellung durchgegangen. Und das ist mir erst jetzt vor 3, 4 Tagen aufgefallen. Das heißt, die sind jetzt erst unterwegs zu mir. Und ich will die euch ja mit in die Happy Mail packen. Pink Haze. Ich sehe schon, ihr habt Geschmack. Ja, auf jeden Fall, deswegen kommen die ein bisschen später, weil ich da euch in die Happy Mails direkt den Duft des Monats reinpacke. Ich verschicke den nicht mehr separat als Brief, weil so viele Briefe nicht ankamen und hallo Jule. Und es so ein Hickhack bei der Post gab, ne, dass die dürfen nur einen halben Zentimeter sein, dann geht es noch mit, was war das jetzt, 85 Cent oder 95 Cent. So, sind sie ein Zentimeter, muss man wieder mehr bezahlen. Ey, und das ist mir echt zu heftig. Also das ist mir zu viel Gedöne, da muss ich ja aufpassen ohne Ende beim Gießen. Und deswegen Duft des Monats, des jeweiligen Monats, packe ich immer mit in die Happy Mail. Ist das okay für euch? Fragezeichen. Wie kann man denn Teil werden der Happy Mail? Ja, Whisky. Whisky chic. Also alle Kunden, die über meine persönliche Webseite bestellen, denen schicke ich automatisch eine Happy Mail. Also das ist mein Dankeschön an euch, weil ihr wohnt ja alle weit weg, anders komme ich nicht an euch ran. Und deswegen kriegen alle, die über meine Seite bestellen, von mir eine Happy Mail. So, ich bin ja ganz neu bei dir. Ja, Rina. Aber ich finde, das klingt gut. Okay. Klar, ja, das passt. Na, da muss ich doch nach dem Live gleich mal gucken. Tu dir keinen Zwang an. Mighty Pine, bei uns schneit es. Echt? Ne, hier ist kein Schnee, null, gar nichts, leider Gottes. Hier ist Schietwetter, wie sie oben sagen. Ne? Nur Regen, 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 Regen und ja, Schmuddelwetter, eigentlich Herbstwetter. So, und Tannendüfte, da bin ich jetzt im Moment, da bin ich total von ab, weil ja, Sturm haben wir hier nicht, weil ich habe so viele von den Tannendüften geschnüffelt. Es reicht jetzt. Es reicht jetzt. Ich war sowas von exzessiv. Ey, rauf und runter die verschiedensten Tannendüfte. Und ich habe mir ja von, ich glaube, von fast, ja, von allen, glaube ich. Ich weiß es schon nicht mehr genau. Habe ich mir ja ein Backup aufgehoben. Und, oder zwei, oder drei zum Teil. Für dann nächstes Jahr oder vielmehr dies Jahr, weil ich halt nicht glaube, dass da noch mal so viele Tannendüfte kommen, ne? Weil ich ja so reich beschenkt worden bin letztes Jahr. Ja, und oh, sorry. Ja, und deswegen, weil es hier nur regnet und so, deswegen nichts mit Tannendüften. Ja. War ja auch super dieses Mal mit den Tannendüften. Ja, hallo Yvonne.
Für alle die, die Tannendüfte lieben, war das letztes Jahr wie im Paradies, ne? Für die, die Tannendüfte gar nicht mögen bis hassen, war das ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Aber ja, deswegen, ich denke, dieses Jahr kommen wir Tannenduftliebhaber nicht so auf unsere Kosten. So, mal flott die Hände eingecremt, ne? Prösterchen. Wie ihr seht, meine Augenschatten sind auch schon wieder ein bisschen weniger, ne? Also wer das Video von Sonntag gesehen hat, das sah ja aus, ey, oh mein Gott, aber ich war so fix und fertig. Ja, Yvonne, Cranberry und Tinsel ist auch einer meiner Favoriten. Also den liebe ich seit Jahren und auch davon habe ich mir ein Backup. Ein oder zwei? Ich habe das in einer riesen Kiste zurückgelegt, weil ich ja nicht weiß, ob der dies Jahr wiederkommt. Aber ich glaube, den habe ich nicht im Club. Ich weiß es nicht. Habt ihr sonst noch so Fragen? Sonst würde ich nämlich mit dem Katalog anfangen. Aber wenn ihr noch Fragen habt, oh, jetzt wird mir wieder heiß. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit, ne? Irgendwie ist die Kamera ein bisschen hoch, oder? Ich sehe nichts mehr. Kaschmir und Corduroy. Yvonne, wie ist der Februarduft? Das kann ich noch nicht sagen, das habe ich eben schon erzählt. Ich habe den Duft noch nicht, weil ich einen Fehler gemacht habe bei der Bestellung. Beziehungsweise die Bestellung ist nicht durchgegangen und das ist mir nicht aufgefallen. Ich hatte mich halt nur gewundert, warum der Duft immer noch nicht da ist und habe dann nachgeguckt. Ja, und dann habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen gesehen. Also, sobald ich den da habe, gibt es ja sowieso ein Video. Da war gerade irgendwas. Wieso? Ich will doch die Kommentare sehen. Kann man im Club hin und her switchen? Wie meinst du das? Hallo! Wie meinst du das im Club? Hat schon mal jemand versucht, aus den nicht mehr riechenden Wachsresten einfache Kerzen zum Brennen zu machen? Finde es viel zu schade, die tollen Wachse einfach wegzuschmeißen. Das hat bestimmt der ein oder andere schon mal versucht. Ich mache das aber nicht und ich rate dazu auch nicht, weil dieses Wachs so extrem weich ist. So, weil das ist ja nicht gedacht, mittels Flamme abgebrannt zu werden. Das heißt, diese Kerze würde in 0, nix abbrennen und man hat wieder toxische Stoffe. Also ich rate davon ab. Absolut. Dann mach lieber irgendwelche Knetfigürchen, ja, und stell dir die irgendwo hin, als da draußen eine Kerze zu gießen und die abzubrennen. Fallen. Moment. Also irgendwie. Ah, so. Hat schon mal jemand. Fallen immer Versandkosten an. Ja. Wenn du eine Bestellsumme ab 735 Euro hast, dann ist der Versand kostenlos. Aber ansonsten fallen immer 7 Euro bis zu einem Betrag von 140 Euro an und ab 140 Euro, 5% vom Umsatz. Na, Artikel rein und raus. Also einmal Duft 1, zweimal im Club Liefeland und bei der zweiten Lieferung Duft 1 raus. Ja,
Das kannst du machen. Nur sobald du einen Duft aus dem Club schmeißt und der ist im normalen Sortiment und in dem 30-Tage-Angebot vom Club nicht mehr verfügbar, kommst du nie mehr da dran. Ne? Und du kannst den auch nicht, wenn so ein Duft nicht mehr verfügbar ist, was weiß ich, wenn du jetzt nach 2 Monaten sagst, Mensch, da hätte ich aber viel mehr von, kannst du die Anzahl nicht mehr erhöhen. Du kannst immer niedriger gehen, aber du kannst sie nicht mehr erhöhen. So, was war denn da noch alles? Man kann sie in ein Säckchen machen und in die Schublade. Genau, raspeln kann man alles machen, aber bitte, bitte macht keine Kerzen da draus. Ja, die Versandkosten. Wie gesagt, wir haben in Europa unser Hauptlager in den Niederlanden. Und jeder weiß, dass die Versandkosten von den Niederlanden, genauso wie auch zum Beispiel Belgien, nach Deutschland extrem teuer sind. Und irgendwo muss Sensi ja auch, weißt du, das wird ja alles aus Amerika hier rüber geschifft und irgendwie muss das ja abgedeckt werden. Ah, okay, danke dir für die Erklärung. Kein Thema, danke für die Tipps. Dann muss ich mir noch mal was an. Bitte Whisky, bitte, bitte, bitte überleg dir was anderes. Mach wie gesagt, Knetmännchen, Raspeldart, mach dir einen Antistressball, egal, aber bitte keine Kerze. Nö. So, habt ihr sonst noch Fragen? 32 Leute, 33 Leute, Tschakka. Da brauche ich viele Stressbälle. Wenn du viel Wachs hast, kannst du dir ganz viele Stressbälle machen. Den Schlitten wachsen zum Beispiel. Könnt ihr alles machen. Also für alle die, die jetzt neu reingekommen sind, wir haben noch nicht mit dem Katalog angefangen. Oh, danke. Ja, danke schön für die Glückwünsche. Es war sehr, sehr überwältigend. Sehr überwältigend. Und ja. Aber passiert. Und ich sag ja seit neuestem immer, oh ja, auch hier nochmal herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Danke. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass ich jetzt in den Videos so hier meine Begrüßung, ne, herzlich willkommen bei Gönn dir was. Danke. Eure Sensi-Beraterin. Ich bin nicht nur für Deutschland und Österreich, sondern mittlerweile freigeschaltet für ganz Europa. Das heißt, wenn ihr auf meiner persönlichen Webseite seid, passt mal auf, das machen wir doch jetzt mal glatt hier, dann zeige ich euch das. Wollte heute einen neuen Club anlegen, da gab es die VIF-Box nicht mehr zum halben Preis. Da gab es technische Schwierigkeiten. Probier heute Abend noch mal oder morgen. Na, danke, Whisky. So, passt mal auf. Ich zeige euch das jetzt mal. So. Dem schließe ich mich an, Herr. Danke, Solvay. Holzschubladen, die etwas klemmen, genauso gut wie Silberkleid. Das ist irgendein Fachausdruck. Also, das ist meine Seite.
Wenn ihr jetzt hier auf Menü drückt, kann man ja hier runterscrollen und runterscrollen und hier steht jetzt Deutsch. Falsch. Ich liebe es. Moment, Moment. Moment. Sandra, vielleicht kannst du mir hier gerade helfen. Wo finde ich das nochmal, wo man sich sein Land aussuchen kann? Hier ist Sensi Klubbring. Profil. Das machen wir dann in einem gesonderten Video. Auf jeden Fall in ganz Europa jetzt. So, 20 Minuten schon. Wie sieht's aus? Sollen wir mit dem Katalog starten oder sind noch wichtige Dinge zu klären? Ja, ich glaube bei der Sprache, aber irgendwie. Entweder stelle ich mich hier wieder blöd an. Sprach. Ach so, oh ja, ich blöde Nuss, ey. Danke. Also, ich war doch richtig. So. Ja, ich starte jetzt gleich. Ganz unten, genau. Meine Seite. Ihr geht auf Menü. Scrollt runter. Geht hier auf den Button. So, und hier, da könnt ihr etwas Versandland wählen. Und wenn ihr da drauf drückt, dann wird hier alles, ne, alle Länder sichtbar, wo bestellt werden kann. Du bist eine Maus. Aber manchmal mit Hörnern. Okay, ich würde sagen, wir fangen an, oder? So, Schluck Kaffee. Die meisten von euch, da gehe ich jetzt mal von aus, haben das Schätzchen schon. Allerdings habe ich auch festgestellt, dass der eine oder andere Katalog bei der Post verloren gegangen ist. Ja, und mich die Kunden dann angeschrieben haben. Also 4 Stück sind es insgesamt von 80. Gut, das geht noch. Aber ne, falls ihr noch nichts bekommen habt und ihr müsstet den schon ganz lang, also von mir schon haben, bitte schreibt mich auf WhatsApp an. Kein Thema, dann schicke ich das nochmal. Es ist sogar, ja, vielleicht fand der Briefträger den toll. Es ist jetzt sogar auch, obwohl ich versichert verschickt habe, eine Dufttasche abhanden gekommen. Und wir konnten noch nicht genau herausfinden, wo sie denn abhanden gekommen ist. Das ist natürlich sehr ärgerlich, weil so eine Dufttasche, das Ding kostet 50 Euro. Na, und fehlt mir dann natürlich, um ja weiterzuschicken, weil ich habe eine elendig lange Warteliste und habe schon 3 Dufttaschen. Ja, aber das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Also, das ist nicht bei der Kundin abhanden gekommen, sondern auf dem Weg bis dahin. Na? Okay, das neue Schätzchen. Und was sticht da direkt ins Auge? Night Sky. Habe ich mir heute in den Warenkorb gepackt. War ein Muss, weil als ich die Kataloge bekam, ich habe Schnappatmung bekommen. Wirklich
Schnappatmung, weil unfassbar schön. Ich werde, wenn die Lampen hier ankommen, werde ich da ein Video zu machen. Ne? So. Auf der ersten Seite kann man für sich persönlich eine Dufttasche bestellen, kaufen. Nein, das kannst du nicht. Das können nur wir Berater. Ich kann dir aber die Dufttasche zuschicken. Ne? Und dann kannst du da 80 Düfte schnüffeln. Und dir dann Notizen machen. Ich lege da immer einen Zettel bei, wo man ankreuzen kann, ne? Welcher Duft gefällt. Den Zettel bitte behalten und darüber kannst du dann Düfte bestellen. Ne? Oder du machst da draußen eine eigene Taschenparty. Das heißt, du lädst dir Freunde ein, Kollegen ein und ihr schnüffelt alle, sammelt die Bestellungen und du gibst mir das dann durch und ich eröffne dann für dich eine Party, wo du dann ab einem Betrag von 295 Euro schon den ersten Artikel zum halben Preis bekommst und eine Warengutschrift von 29,50. Ja, und je höher klar, der Betrag ist, desto höher ist die Warengutschrift und desto mehr Artikel zum halben Preis gibt es. Ne? Also das ist auch möglich. So eine Taschenparty, da bekommt ihr von mir wirklich diese komplette Dufttasche zugeschickt und dann halt noch alles Mögliche an Artikeln, wo ihr testen könnt und gucken könnt und ausprobieren könnt. Und wie gesagt, euch dann Freunde nach Hause einladet, Kollegen, die mit auf der Arbeit holt und dann die Sachen zeigt und dann halt Bestellungen sammelt. Und das ist wirklich eine super Sache. Und den Zeitraum, den lege ich dann persönlich fest, ne, mit demjenigen, der so eine Taschenparty machen will. Also das ist alles kein Thema. So. Okay, hier auf der ersten Seite wird so dieses Thema Verbindungen immer erklärt. Das ist ganz interessant, kann man sich durchaus durchlesen. Und auf Seite 3 haben wir das Inhaltsverzeichnis. So, auf Seite 4 wird auch noch mal erklärt, ne, was Sensi ist und dann sind hier ein paar interessante Berichte und. Auch das ist interessant mal durchzulesen. Und dann kommt die Seite, wo halt der Warmer, die Lampe vorgestellt wird, wo ein gewisser Betrag an eine gewisse Organisation gespendet wird. Das ist immer, das ist die Spendenlampe. So, und Flight of the Monarch. Und zwar wird bis zum 31. Juli werden 11,25 € an wohltätige Organisationen gespendet. Also nicht nur ein Euro oder zwei, sondern 11,25 €. Und das finde ich schon wirklich, wirklich grandios. Dann auf der Seite 6, da wird die Withbox erklärt. Auch sehr interessant, sich das mal durchzulesen. Auf der Seite 7, der Sensi Club, da wird auch dieses neue Punktesystem erklärt, dieses Bonussystem. Das erkläre ich hier heute aber nicht. Ich mache über den Club und dieses Bonussystem ein gesondertes Video, weil das sprengt hier sonst den Rahmen. Hier bei diesen Erklärungen werden auch schon ganz, ganz viele Fragen beantwortet.
So, und jetzt geht es los. Jetzt fangen die wunderschönen neuen Lampen an. Die zieht bei mir ein und die zieht bei mir ein. Die die habe ich heute noch nicht bestellt. Ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher. Aber, oder ist es andersrum? Ach, ich weiß es nicht mehr. Kannst du mal mit deinen Worten den neuen Club mit dem Abo und der Kundengewinnung erklären? Ja, Jules, das mache ich in einem separaten Video. No, da erkläre ich das in meinen Worten. So, diese wunderschönen Lampen hier. Also ich finde dieses Jahr unfassbar viele Lampen schön. Sehr zum Leidwesen meines Geldbeutels, aber ja. Tüm after Tüm, das ist auch noch so eine, ja, weil ich halt auch auf Gräser und Natur stehe, ne, die finde ich auch noch cool. Habt ihr eigentlich euren Katalog vor euch liegen? Das wär vielleicht gar nicht uncool. Hier wird auch erklärt, guten Abend. Hallo Barbara! Ich habe gerade angefangen, den Katalog vorzustellen. Also hier auf der Seite wird zum Beispiel wird auch der Wachs erklärt. Ich finde die auch super schön. Auch die Spendenlampe ist wunderschön. Aber so viele Steckdosen habe ich gar nicht. Katalog liegt bei mir. Also, die mich verfolgen, die wissen, ich habe ein super schönes altes Häuschen, aber da ist es natürlich auch nicht so mit Steckdosen. Und jeder Mann oder jeder Elektriker, der hier hinkäme, wird die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil ich überall Verlängerungsstecker, 10er-Stecker, 3er-Stecker, überall im ganzen Haus verteilt, damit ich meine ganzen Lampen unterkriege. Teilweise kann ich das gut verstecken, ne, dann statt hinter Deko stelle oder hier oben habe ich auch zwei riesen 10er Steckdosen. Steckdosenleiste und das konnte ich halt alles hier schön hinter diesen Kisten, ne, verbergen. Im Flur, da kann ich das auch verbergen. Das einzige Problem ist im Wohnzimmer. Das sieht so unfassbar grottenschlecht aus, aber da habe ich noch keine Lösung für. Das wäre mir aber zu gefährlich. Nö. Weißt du, da bin ich hart gesotten. Was soll denn passieren? Das Einzige, was da passiert, ist, dass die Sicherung rausfliegt. Fertig. Also da bin ich auch nicht bang. Ne? Aber so bin halt ich. Und ich will ja meine Lampen anhaben. Auf der Seite 10... geht es weiter. Why are you blushing? Die finde ich in klein wunderschön, aber auch in groß. Also, das steht wahrscheinlich auch noch auf meinem Zettel. Lässt du die Lampen auch über Nacht an? Also, Sensi empfiehlt 8 Stunden. So. Ich lasse die 24 Stunden, ich lasse die durchbrennen. Es ist ganz selten, meine Lampen sind jetzt über Alexa gesteuert. Ein Träumchen. Ich habe keine Alexa, weil Alexa mir zu gruselig ist. Ich will mein Licht selber anmachen. Und. Also, ich lasse meine Lampen immer an.
Auch wenn ich das Wachs wechsle, normalerweise hole ich einfach nur ein Schüsselchen runter, stell das zur Seite, wacht bis es fest ist, wechsel das Wachs und fertig bin ich. Aber wie gesagt, Sensi sagt 8 Stunden. Ja, aber das mache ich schon immer, seit ich Sensi habe. Meine Lampen sind nie aus. Nie. Und auch wenn jetzt die Frage nach dem Stromverbrauch kommt. Also ich habe ja extrem viele Lampen hier an, jeden Tag. Siehst du, da kommt schon die erste. Lasset mal 1 Euro oder 2 im Jahr teurer sein. Also mehr habe ich da noch nicht festgestellt. Also das ist alles easy, weil die verbrauchen ja nicht viel. Ne? Also von daher, alles gut. So, auf derselben Seite habe ich ausgerechnet und es ist wenig. Ja, also es ist nicht nennenswert. Perfect Pearl. Die haben wir ja auch schon länger im Katalog. Das ist auch wirklich eine ganz schön schlichte. Na, dann kann ich ja noch ein paar Lampen holen. Ja, eine schöne, schlichte, kleine Lampe. So, und jetzt die hier. Ich habe ja auch das große Haus. Das steht bei mir ja in der Küche. Und werde mir dieses kleine auch schon holen. Und heute Morgen hatte ich mit einer Kundin das Thema, weil sie fragte mich, ob ich Bilder habe, weil hier sieht das ja aus, als ob das schwarz ist. Nee, das ist nicht schwarz. Das ist einfach nur, ne, weil die jetzt aus ist, das ist der Schatten innen in der Lampe. Ne? Ihr seht hier, wenn die an ist, dann ist das halt hell. Ne, das ist durch den Hohlraum, der da innen ist. Also das ist nicht schwarz angemalt. Aber das ist halt auch so niedlich und irgendwie will ich das auch haben. Ja, ich will so vieles haben. So, dann geht es hier weiter. Light from within, da habe ich die kleine und die große Lampe. Perfekter Grund, welche zu kaufen. Wunderschön, wunderschön. Salerno in groß und in klein, das ist auch, ne, mit diesen geometrischen Blumen und halt neutral. Ja, unser Urgestein, die Alabaster, auch wirklich eine grandiose Lampe und da kann man unfassbar viel. Also wie mit der hier auch, ne? Unfassbar viel mit den bunten Glühbirnen machen. Ja, dann die hier, die ist ohne Licht, die hat halt diese Buchstaben dabei und die seht ihr bei mir immer hier stehen. Da steht immer, gönn dir was, ne? So, die macht halt kein Licht, ist mit Heizplatte und das ist auch eine coole Lampe. Ja, und hier ist die Light from Within. In Mini. Das ist Metall. Und das ist Keramik. So. So. Wie heißt sie? Birds of Paradise. Die habe ich. Da habe ich ja auch über Instagram schon ein bisschen was gepostet, wenn die an ist. Unfassbar schön. So auf Dschungelgedöne, das ist nicht meins. Also diese Lampe wird nie bei mir einziehen, weil das halt nicht so mein Stil ist. Ich mag zwar Blätter und so ein Gedöns, aber hier nicht so Dschungeloptik. Die kleine Minilampe, Scallop, da musste ich sofort an den Herbst denken, hier an die Tannenzapfen. Ne? Die erinnert mich total an Tannenzapfen. Ja, und dann die hier. Oh, Leute. Die habe ich heute auch gekauft.
Weil ich die auch so wunderschön finde. Wahnsinn. Guck mal, das sieht ja wirklich aus wie Regentropfen, die da runter, ja, purzeln. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Also da freue ich mich auch extrem drauf. So, Aloe Vera, die habe ich im Schlafzimmer stehen, weil ich da nichts haben kann, was leuchtet, sonst kann ich nicht schlafen. Den habe ich nicht, aber ich habe sie hier. Das ist die blaue, die hier steht. Und Little Garden habe ich. So, ne? Okay. Scallop ist ein Traum. Ja, aber wie gesagt, die erinnert mich an Herbst und Tannenzapfen. Ja, Little Garden habe ich. Hier die Deko, das ist alles mit dabei, genauso wie bei ihr hier. Aber das kann man natürlich umdekorieren, ne? Das kann man maritim dekorieren, österlich dekorieren, ne? Herbstlich dekorieren, weihnachtlich dekorieren. Also da sind der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt. So, das ist die Salzlampe und das ist Tie-Dye. Das ist halt dieses Batik-Muster. So, dann haben wir hier eine neue Minilampe. Da weiß ich noch nicht so genau, was ich von der halten soll. Ich meine, das ist zwar meine Farbe, Mood Green. Oder Mord Green. Aber irgendwie, ich weiß es noch nicht. Die müsste ich mal in echt sehen. Ja, und dann eins meiner Highlights, meine absolute Lieblingslampe, Enchant. So eine unfassbar schöne Lampe. Und die ist halt auch, das sind alles Pastelltöne. Ne, diese Steinchen hier, alles in pastelligen Farben. Gottes Willen. Und wenn da die Sonne drauf scheint, unfassbar. Dann hast du überall Regenbogenpunkte in verschiedenen Farben an der Wand. Ich habe da mal ein Video gedreht und in meine Kundengruppe gestellt, aber das ist jetzt auch schon irgendwie Ewigkeiten her. Unfassbar, diese Lampe. Und deswegen, das ist mein absoluter Liebling. Dann habe ich die Time to Reflect. Auch ein grandios schöner, eine wunderschöne Lampe. Die hier habe ich Glisten. Eine schöne kleine schnuckelige Lampe. Die habe ich auch, weil ich mal was. Ja, die ist ein Traum, besonders im Sonnenschein. Genau, Solvay. Die ist. Oh, ich liebe diese Lampe. Die würde ich niemals hergeben. Niemals. Ja, dann habe ich hier die rosane, weil ich auch mal was Rosanes haben wollte. Die hier, das ist eher so ein Alt-Rosé, so ein Vintage-Rosa, so ist auch dieser Stil. Die Diamond Crush, die habe ich nicht. Hallo Susanne! Die habe ich auch nicht. Ja, hier seht ihr sie nochmal. Also die hat was. Die hat wirklich was. Ja, wie heißt sie? Crowned in Gold. Die steht auch auf meiner Liste, weil. Oh, unfassbar. Unfassbar. Die ist so. Die hat noch so einen Überzug. Das könnt ihr hier im Katalog, könnt ihr das hier so ein bisschen sehen. Ja, die Glitter Silver. Ich habe Glitter Teal. So, dann kommen wir zu diesen beiden Lampen. What you make it. Nee, life is what you make it. So, die finde ich auch.
Die kommt im Katalog nicht so gut rüber wie in echt. Welche meinst du? Die mit den Pfauenfedern. Das ist generell, dass die Lampen hier im Katalog nicht die Wirkung haben, wie sie eigentlich in Live haben. Na, aber ihr könnt mal, wenn ihr eine Lampe besser sehen wollt, auf Google gehen und dann Sensi und den Namen der Lampe eingeben. Dann auf Bilder klicken und dann kriegt ihr einiges an Bildern gezeigt. Aber Vorsicht, da sind viele Bilder gefaked. Na, die Crowned in Gold, genau. Genau, ja, die kommt gar nicht hier im Katalog richtig rüber. Also aufpassen bei den Bildern im Netz, weil viele haben da einen Filter benutzt, sprich, das erkennt ihr auch, wenn die Farben total krass sind. Da könnt ihr schon von ausgehen, dass da ein Filter benutzt wurde und ja, das halt nicht so ist, wie es eigentlich in der Realität ist. Ne? Also da passt bitte auf. Nicht, dass ihr nachher enttäuscht seid. Im Zweifelsfall schreibt er mich über WhatsApp an und sagt mir, Mensch, Nicole, kannst du mir die in die Lampe mal zeigen? So, die finde ich auch total niedlich irgendwie. Aber da weiß ich noch nicht. Die finde ich auch niedlich, aber ich kann nicht alles haben. Ja, genau, hier Christi, also 1000 Kleinigkeiten, du hast die ja, gell? Die ist wunderschön. So, dann, wie heißt sie? Butterfly Season. Ich kenne sie noch nicht auswendig, die Namen. Die habe ich mir heute bestellt, weil die finde ich echt niedlich. Die ist auch neutral. Und na, hier ist sie mit der Tischbase. Also wirklich toll. Richtig toll ist die. Ich mag die sehr. Ne? Die macht dann auch halt so ein tolles, dezentes Licht. Ja, und hier ist halt, ne? Night Sky. Ich denke, das ist von vielen der Favorit. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass nicht so lange dauert, bis die ausverkauft ist. Auf der nächsten Seite sind die Lampen, die jetzt im Herbst-Winter auch schon drin waren. Bluebird. Ich freue mich ja so, dass es jetzt auch die Monatslampen gibt. Da kann man sich jeden Monat auf eine neue Lampe freuen. Vielleicht ist das aber auch unser Untergang. Rina, willst du Night Sky noch mal sehen? Ja. Unfassbar. Ja, Karin, du brauchst Steckerleisten. So, die Bluebird, das ist auch eine ganz niedliche Lampe in einem so einem schönen, dreckigen Vintage-Blau. Die Happy Bee oder Be Happy, Believe in Your Dreams, Night Sky mit bunten Lämpchen, wahnsinnig hübsch. Hab heute Bilder gesehen. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Biskuitporzellan mag ich nicht, durch die raue Oberfläche schlecht zu reinigen. Nö, das kannst du super reinigen. Echt? Das geht sehr, sehr gut zu reinigen. Die Wolke. Ich gucke mir die Wolke jetzt schon wirklich lange an, ne? Irgendwie finde ich die total niedlich. Irgendwie finde ich sie total kitschig. Ne? Aber da sind die Geschmäcker halt verschieden. Aber ich muss irgendwie immer schmunzeln, wenn ich diese Wolke sehe. Die finde ich unfassbar schön. My Sun and Moon. Das ist so eine wunderschöne Lampe, gerade auch für ins Schlafzimmer oder in so einen Ruheraum. Aber ich kann leider kein Licht haben.
im Schlafzimmer, weil mir da zu hell ist. Da kann ich nicht schlafen. Ich brauche absolute Dunkelheit. Und ja, aber die ist wirklich schön. Die Be Kind. Ich sehe bei der Wolke immer Euter einer Kuh. Euter einer Kuh. Ja gut, ne? Das sind aber ihre Augen und die Wimpern, Karin. Ja, drei Steckdosen über den Hängeschränken, perfekt für Wolken, ja. Susanne. Oh, ja, Susanne, das ist natürlich, ja, das ist auch eine Möglichkeit. Hier seht ihr das Wölkchen nochmal. Wie gesagt, irgendwie ist die ja niedlich. Ja, und hier Angel Wings, die haben wirklich ganz, ganz viele, wo halt jemand in der Familie verstorben ist und ne, die steht dann halt auch beim Bild des Verstorbenen. Und hier seht ihr nochmal die Be Kind in, das ist die hier, in An. Jetzt kommen wir zu den sehr interessanten Seiten, und zwar die Seiten, wo die Düfte sind. Ich gucke morgen weiter. Guck. Ja, wir sind ja schon bei 51 Minuten. Also, auf der nächsten Seite werden die Wachsfamilien, die Wachsbereiche erklären, ne? Weil die Wachse sind in würzig, hölzern, frisch, blumig, zittrig, fruchtig und Bäckerei eingeteilt. Dann kann man die nämlich besser zuordnen und hier steht auch, was so ein Bar kostet. Ne? Dann hier noch ein paar Infos zu den Bars. Hier sind die Kombi-Angebote. Ja, und dann geht es schon los. Ne? Unter den Neuheiten, das sind die 10 neuen Düfte. Die habt ihr auch in meinem Video gesehen. Ne? First Sniff. Und dann geht das hier los. Ne? Zitrig, alle Düfte, die wir da haben. Hölzern. Da ist er. Den habe ich für heute auch direkt 6-mal bestellt. Nur den. 6-mal. Ja, also toll. Einfach toll. Und an alle die, die neu sind. Also ich habe mir leider auch nicht von Anfang an, aber ich habe mir seit ein paar Jahren hebe ich mir alle Kataloge und Flyer auf. Und das ist total interessant, wenn man sich die mal vornimmt und da nochmal durchblättert. Also, und die sind ja nicht groß, ne? Also da, die nehmen ja keinen Platz weg. Ja. Dann jede zum fruchtigen Part. Und das ist natürlich Frühling, Sommer. Ist natürlich der fruchtige Part extrem ausgeprägt. Ne? Hier ist mein Kiwi. Ich war so happy. Hier geht weiter mit Frucht. Und dann kommt die Bäckerei. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Also Pink Sugarberry Mint. Das war Duft des Monats, ich glaube letztes Jahr im März. Der ist eingeschlagen wie eine Bombe. Diesen Duft, den habe ich so oft verkauft und das auch nicht ohne Grund. Da ist ja süße Himbeere, Zucker und ein süßer Hauch von Pfefferminze. Diese Kombination aus der Himbeere, Zucker und einer süßen Pfefferminze, die ist unschlagbar. Also auch Menschen, die eigentlich Minze, Pfefferminze überhaupt gar nicht mögen, haben
sich in diesen Duft verliebt, weil diese Pfefferminze eine süße Pfefferminze ist und dann natürlich ganz anders wahrgenommen wird. Und dann in der Kombi mit der Himbeere und dem Zucker. Also das war der Renner, dieser Duft. Und ich bin so happy, dass der jetzt im laufenden Katalog ist. Ja, und dann haben wir würzig, Cinnamon, Vanilla. Den kann ich gar nicht haben. Der ist mir einfach, da ist mir die Zimtnote viel zu heftig. Ja, und dann kommen wir zur frische Kategorie. Die ist ja auch im Herbst-Winter immer ziemlich groß. Die liebe ich halt auch. Coral Waters, Make a Splash, ganz, 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 ganz tolle Düfte. Iridescent Pearl, den gab es auch letztes Jahr. Der ist auch unglaublich. Oh, ja, und der Sommer kommt. Und ich werde euch, weil ich oft höre, ja, im Sommer düftel ich weniger. Ich werde euch erklären, warum es gerade im Sommer wichtig ist zu düfteln. Aber, ne? Video quitt, wenn es soweit ist. So, also frisch, wie ihr seht, das ist eine ganz, ganz lange Latte. Und dann kommen wir zu blumig. Da habe ich ja generell ein bisschen Huddel mit. Aber was ich absolut empfehlen kann, Summer Holiday, Fresh Cut Daisies, Bora Bora Blossom, der war letztes Jahr, ich glaube in der Sommerkollektion war der mal drin und den fand ich echt auch nicht schlecht, obwohl es blumig ist. Und es gibt dieses Jahr sowieso viele, auch unter den neuen, viele blumige Düfte. Das seht ihr auch in dem Video, First Sniff, wo ich mich total über mich selber wundere, weil ich finde die richtig gut. Und ich habe die heute zu Proben gegossen, sprich, die waren ja alle lahm, warm. Sprich, die waren ja alle warm und da war jetzt keiner dabei, wo ich gesagt habe, mein Favorit, mein Favorit Fritten waren Daydream Oasis, Shoreline Drive, eigentlich alle. Überrascht hat mich Summer Moonlight. Da hatte ich ja damals in dem Video gesagt, der riecht für mich. Der riecht für mich nach Haarspray. Nein, wenn er warm ist, wunderbar. Wunderbar floral, aber angenehm. Der hier, den habe ich ja bei, in dem Video, da habe ich ja alles, aber keine Kokosnuss warm genommen, wahrgenommen. Wenn er warm ist, riecht man die Kokosnuss. So, und dann kam hier gerade eine Frage. So, von Karin. Wie lange hast du deinen Wachs in den Lampen, wenn du die 24/7 laufst? Ich rieche nach ein paar Stunden. So. Also, da ich die Lampen immer anhabe, ich wechsle mein Wachs sehr viel früher, wie es sein müsste. Das liegt aber daran, weil ich Unmengen an Wachs habe. Und ich halt gern Abwechslung habe. Und dass man sich an den Duft gewöhnt, ist ganz normal. Du schreibst ja schon selbst, ne, du riechst schon nichts mehr, aber dein Besuch. Wenn du schon nichts mehr riechst, entweder musst du mal den Raum wechseln oder du musst mal rausgehen oder an einer Tasse Kaffee schnuppern. Aber das ist ja auch nichts anderes wie mit Parfüms. Ne? Du sprühst dir morgens dein Parfüm auf, ja, das riechst du dann auch noch, vielleicht noch nach einer Stunde, aber irgendwann am Tag riechst du dein eigenes Parfüm nicht mehr. Aber die Leute schwätzen dich drauf an, ey, und ne, fragen, boah, was ist das da für ein guter Duft? Ne? Nichts anderes ist das natürlich auch mit Raumduft. Das ist was ganz Normales und das geht jedem so. Ich nehme Düfte sehr, sehr lange wahr. Obwohl ich rauche, habe ich eine sehr sensible Nase.
Was aber daran liegt, weil ich mich seit Jahrzehnten schon mit Duft beschäftige. Ne? Und meine Nase diesbezüglich ja halt auch geschult ist, ne? Weil ich vergeht ja kein Tag, wo ich hier nicht irgendwie an irgendeinen Duft schnüffel. So. Blumig. So. Dann kommen wir zu Disney. Sensi hat, und das ist wirklich was Besonderes, Sensi hat seit vielen Jahren. Oh, hallo Dennis! Hallo Marina! Ach so, French Lavendel, ja. Das ist ein reiner Lavendelduft, französische Lavendel. Unfassbar gut. Der riecht ein bisschen krautig, aber nicht zu extrem. Ne? Es gibt ja unglaublich viele Lavendeldüfte und Lavendelarten, aber der hier, der ist einfach toll. Also den kann ich dir wirklich nur empfehlen. Wenn du auf wahren Lavendel, echten Lavendel stehst, ohne dass da noch irgendwas zu gemixt ist, dann nimm dir französischen Lavendel. So, dann muss ich jetzt bestellen. Also, Sensi hat seit vielen, vielen Jahren eine Lizenz, unter anderem mit Disney. So. Wir haben ja auch noch die, also Sensi hat ja auch noch die Lizenz. Ne, das ist hinten im Katalog mit Star Wars, Harry Potter, Looney Tunes, DC und Justice League. Aber mit Disney halt schon viele, viele Jahre. Und die Disney-Produkte, weil das lizenzierte Produkte sind, da kostet der Bar zum Beispiel 9,25 € anstatt 8,50 €. Aber was sind denn bitte schön 75 Cent? Das sind Original-Disney-Produkte. Jede Menge haben wir davon. Und da kommen halt immer auch so Sonderaktionen und Special-Aktionen, wie jetzt zum Beispiel, ja, Mitte, Ende Februar, die Harry Potter Lampe mit der dazugehörigen, mit den dazugehörigen Düften. Ich düftel aktuell 2 bis 4 Stunden. Ja, ich düftel aktuell immer. Wie gesagt, immer. Es gibt selten mal eine Zeit, wo ich eine komplette Duftpause machen muss, aber auch das habe ich. Das merke ich immer so an meinen, an so Special-Düften, die eigentlich granatig sind, ich die aber kaum noch wahrnehme. Ne? Dann weiß ich, okay, jetzt musst du deiner Nase mal, ne, ein bisschen Pause, ein bisschen Urlaub geben. Und dann habe ich hier 1, 2 Tage, manchmal auch 3, nichts an. Was mir extrem schwer fällt, aber nutzt nichts, ne? Ja, und dann schmeiße ich hier wieder alle Lampen an und weiter geht es. So, hier haben wir das Ventilatorensystem. Und da hatte ich auf Homepartys einige Kundinnen, die anfangs gemeckert haben, weil das Kunststoff ist und die dann trotzdem so viel kosten. Ich persönlich finde das gut, dass das Kunststoff ist, weil diese Ventilatoren kommen ja meistens ins Kinderzimmer. Und das ist mir lieber, wenn es dann aus Kunststoff ist, als wie Glas. Ne? Wenn sie dann dagegen, keine Ahnung, beim Toben, beim Spielen, ne, mal dagegen kommen, hauen, schlagen, wie auch immer. Hier kann ja nichts passieren. Ne? Da besteht ja auch nicht wirklich Verletzungsgefahr, weil halt Kunststoff. Ja, hier die Buddies, hier die dazugehörigen Sandpacks, die Sandzirkel. Heiß begehrt Winnie Pooh, der Honigtopf mit dem Duft 100 Arc Wood. Den finde ich besonders schön, den Duft. Aber ich mag Winnie Pooh nicht. Habe ich mir echt schon Feinde gemacht. Und wisst ihr, was ich nicht an dem mag? Diese
piepsige, quietschige deutsche Stimme. Da werde ich, da kriege ich Puls. Keine Ahnung. Ich vertrage diese Stimmlage irgendwie nicht. Und deswegen mag ich Winnie Pooh nicht. Ja, dann die Prinzessinnen. Ich mag Winnie Pooh auch nicht, aber der Esel. Ja, IA. IA ist total cool und Tigger. Aber die Lampe von Winnie, die habe ich auch. Ja, die Lampe ist wirklich schön. Hier die Prinzessinnen. Und die sind natürlich auch aus Kunststoff. Wie gesagt, ich begrüße das. Jetzt kommen wir zu Marvel. Das ist die Lampe, ne, die dauerhaft im Katalog gibt. Und wir hatten jetzt auch schon Specials mit Thors Hammer. Die war auch genial. Spider-Man Lampe, die war ruckzuck ausverkauft. Da muss, bei solchen Aktionen, da muss man wirklich schnell sein, weil erfahrungsgemäß diese Sachen extrem schnell ausverkauft sind. Ich liebe den Duft, aber leider ist der Duft zu schwach. Kalt, aber toll. Magst du eigentlich irgendwas an Scentsy nicht? Ja. Ich mag ein paar Düfte nicht. Mir gefallen so diese Puppen. Das gefällt mir nicht. Buddies, ja, aber diese Puppen nicht. Mir gefällt nicht, dass wir zum Beispiel bei den Washerwiffs, diesem Wäscheduft, nur diese kleinen Dosen haben. Da hätte ich auch lieber diese Riesendosen. Ja. Ja, aber sonst gibt es nicht wirklich was. Ach so, mit dem Versand, das nervt auch mich. Ja, aber wir können es nicht ändern. Aber sonst gibt es nichts. So, das ist, wie heißt sie? Friend Lulu und Schuschu der Panda. Also die Buddies, das sind ja diese Stofftiere und Stoffprodukte. Düft, es gibt ein paar Düfte, ne? Newborn Nursery, bitte. Wenn ihr mich wegjagen wollt, dann haltet ihr mir den unter die Nase. Geht gar nicht. No way. Ich weiß auch nicht, was Sensi sich dabei gedacht hat. Das ist alles, aber kein Duft, der nach Babypuder riecht. No. Und Windowsill Breeze. Damit kannst du mich auch jagen. Weil der halt, boah, also ich liebe ja krachige Düfte, ja? Also je stärker, desto besser. Aber Windowsill Breeze, der hat irgendwas, das ist so, ne, frischer Wäscheduft, aber der hat irgendwas in sich, das kann ich nicht ab. Aber am allerschlimmsten Newborn Nursery. Widerlich. Ekelhaft. So, hat von euch schon jemanden Buddy? Bist du noch da? Ja, Annegret, ich bin noch da. Seit 1 Stunde und 8 Minuten schon. Hat jemand von euch schon Buddies? Also ich habe ja drei, nur ne, mittlerweile, meine Miss Piggy. Und die sind von der Verarbeitung her, ja, oder der Senfduft, Sun Rip Berry, ganz genau. Immer noch rieche ich Senf daraus und ich habe einige Kunden. Hallo Pfeffi, Pfeffi Suse. Ich habe einige Kunden, die halt auch Senf daraus gerochen haben. Also ich bin nicht allein. Okay, Buddies. Also einige haben ja schon Buddies. Also mit den Buddies kann ich irgendwie nichts anfangen.
Das sind halt, das habe ich auch lange gesagt. Nicht nur ein, hab 15. Hallo Fatou! Hallo Anne! Ich habe auch lange gesagt, oh nee, Nicole, ne, du musst jetzt nicht noch hier mit Buddies anfangen. Aber irgendwann war es dann soweit und da hatte ich mir ja diesen Bär geholt mit der Mohnblume, weil ich ja Mohnblumen so mag. Und als ich den dann hier hatte, ich war wirklich schon begeistert, weil die Verarbeitung unfassbar ist. Und die sind halt so weich. Das ist so ein weiches Material und richtig toll. Und dann natürlich beduftet. Tipptopp. So, was hast du gerade da hier mit Steckerleisten? Frau muss hier nicht jeden Hype mitmachen. Lieber noch eine Steckerleiste und Lampen. Ja klar. Du riechst bei den Buddies überhaupt nichts vom Duft. Also kann ich jetzt nicht sagen. Was hast du denn? Die sind super, Yoshi. Was hast du denn da für Düfte drin? Vielleicht sind die zu schwach. So. Seht ihr? Jetzt war ich schon wieder zu grob. Seite kaputt. Einen Buddy brauche ich nicht. Nur Lampen. Wie gesagt, ich habe drei. Und das ist jetzt auch erst, das ist auch reicht. Dann kommen wir zu den Tierprodukten. Wollte damals das Biest haben. Leider ist das schon weg. Ja, Dennis, das ist so. Bei solchen Aktionen. Jamie Time hast du da drin und du riechst nix. Okay. Komisch. Also bei allen Special-Kollektionen, in zwei Buddies neue Scentpacks rein und jetzt rieche ich nur noch die Buddies und nicht mehr den Lampenduft. Solwei. Also, bei allen Ko Kollektionen, Special-Kollektionen, die Sensi rausbringt, muss man extrem schnell sein, weil unfassbar schnell ausverkauft manche Kollektionen. Und dann ist halt auch kein Rankommen mehr. Oder man geht. Na, wie Christine hier 1000 Kleinigkeiten vorgeschlagen hat. Viele gehen ja auf eBay, aber da kann ich euch nur sagen, passt auf. Da sind die Sachen so überteuert angeboten, dass das eigentlich verboten gehört. Finde ich richtig und das ist doch Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Also finde ich nicht in Ordnung. Tiere brauche ich auch nicht. Hab zwei Katzi. Den Vajana nehme ich im Buddy auch kaum wahr. Den Vajana, den habe ich ja einmal, glaube ich, nur gehabt damals und den fand ich auch nicht so dolle. Ich habe halt viel Jammy Time da drin und Dumbo. Ja. So, die Tierprodukte. Dennis, ne, ich habe das aufgeschrieben, ich denke an dich, sobald ich dann die Dufttasche schicke, schicke ich dir auch die Proben von den Tierpflegeprodukten. Ich selber habe ja kein Tier, aber ich habe halt mir Meinungen eingeholt von vielen meiner Kunden, weil ich ein wirklich echtes Feedback haben wollte. Meinen Eltern, die haben zwei Spitze, denen habe ich Tierprodukte gegeben. Und ich habe bis jetzt wirklich noch keinen gehabt, der gesagt hat, what a Scheiß hier. Wirklich nicht. Und das waren auch verschiedene Tiere, also Hunde und Katzen, Langhaar, Kurzhaar. Und ich habe mir
Ich habe mir nur mal die Wildlife, weil sie leider bei uns nicht im Katalog gekommen ist. Und ich liebe ja Hirschmotive. Ja, aber ihr müsst da wirklich aufpassen, ne? Dass ihr da nicht teuer Geld für blecht, weil einige sind da wirklich skrupellos. Dann kommen wir auf Seite 30 zum Luftreiniger. Ich kann meinen nicht zeigen, der ist seit einer Woche verliehen und ich liebe, liebe, liebe ihn. Und vom Preis her, ja, 354 Euro hört sich erstmal enorm an. Aber wenn du einen guten Luftreiniger haben willst, da tut sich nicht wirklich was. Und hier hast du halt auch noch die Möglichkeit, den zu beduften. Ja, hier oben, das sieht man da jetzt schlecht, da kannst du zwei Pots reinstellen. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt verliehen. Seit einer Woche ist er weg. Und ich bin so traurig, weil weg. Ne? Und er kann in meiner Küche keinen Dienst mehr leisten. Dann auf der nächsten Seite, der Luftreiniger ist halt hier auch wunderbar erklärt. Ne? Und hier findet ihr alle Duftrichtungen für die Pots, die wir haben. Also ganz einfach, ne? Habt ihr direkt eine Übersicht und könnt den holen. Ja, als Halbpreisprodukt, aber dafür braucht ihr eine Party. Wartet. Frage ich euch jetzt direkt. Hilft ihr auch gegen Zigarettenrauch? Ja. Und zwar braucht ihr eine Party, die, also ab 735 Euro Umsatz habt ihr drei Artikel zum halben Preis. Weil ihr braucht drei Artikel zum halben Preis, um den Luftreiniger zum halben Preis zu bekommen. So. Dann geht es weiter zu dem anderen Ventilatorensystem, unsere Ventilatoren für die Steckdose. Hilft ja auch gegen Zigarettenrauch oder Pollen? Ja, Pollen, Hausstaub, Schimmel. Achtet. Kochgerüche. Das ist aber wirklich nur für kleine Räume, ne? Bis zu 90 Quadratmetern. Kinderzimmer, Schlafzimmer, ich habe in der Küche stehen, weil wie gesagt, ich habe ein kleines Haus. Wo war's? Staub, Pollen, Schimmel und Bakterien. Und man merkt wirklich den Unterschied, ne? Also die Luftqualität, das ist eine ganz, ganz andere. Und ich habe schon einige wirklich verkauft. Und ich habe positives Feedback bis jetzt nur bekommen. Toll finde ich halt daran, dass du so die Möglichkeit hast, dich zu entscheiden, ob du mit Duft machst oder nicht. Weißt du schon, wann die Vitamin die schon. Also, die Vitamin D. Vitaminkollektion. Die haben alle, die diesen Monat bei mir bestellen, kriegen die mit in die Happy Mail. So. Die habe ich nämlich heute auch angefangen zu gießen. Die gibt es. Oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Gibt es die nicht am 14.? 2.? Weiß ich gerade jetzt nicht aus dem Kopf. Aber. Die ist halt drin, ne? Alle fünf Düfte. Aber halt nur wieder ganz dünne Proben, weil sonst reicht es nicht von allen, ne? Aber für alle. Aber für sich einen Eindruck zu machen, ja, reicht es. Ich wollte auch mal sagen, dass ich all deine Videos gucke und es dir sowas von gönne, dass du Direktorin geworden bist. Oh, danke, Sandra.
Ja, wir freuen uns auch sehr. Also wir, mein Team, ne? Also Wahnsinn, Wahnsinn, also Wahnsinn, mein Team, wirklich. Und das wird auch eins meiner Schwerpunkte dieses Jahr sein. Also Teamaufbau, ne? Ich möchte mein Team erweitern, vergrößern. Ja, da bin ich auch dran. So eine, ich sag jetzt mal so eine, hier, sagt schnell, so eine Info. Box, Kiste, Gedöns, so ein Infopaket. Ne? So ein Infopaket zusammenzustellen und ja, weil das ist ja nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, bei Sensi einzusteigen und Berater zu werden. Ganz im Gegenteil, ne? Du umgibst dich ja mit Dingen, die dir Spaß machen und deswegen, also da braucht man wirklich keine Angst zu haben. Und wenn man dann merkt, okay, das ist jetzt doch nichts für mich, ja, dann hört man eben wieder auf. Also das ist kein Lug und Trug oder Nepper, Schlepper, Bauernfänger, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also toll. So, hier ist der neue Venti in Schwarz. Finde ich auch. Also schöner hätte ich gefunden, wenn dann das Unterteil auch in Schwarz gewesen wäre. Aber gut, man kann nicht alles haben. Oh, danke. Ich habe da nur immer so Sorge wegen der Steuererklärung. Quatsch, brauchst nicht. Das sind auch Dinge, die ich dann im weiteren Gespräch erkläre, ne, mit meinen Interessenten. So, da war aber jetzt noch eine Frage. Oh, der Dunkle ist aber hübsch. Ja. Möchtest du Sensi hauptberuflich machen oder kommt das nicht in Frage? Also, das kommt definitiv in Frage. Steuer ist nicht schlimm. Nee, genau, Sabine. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, super, Yoshi. Guck du morgen weiter, gell? Gute Nacht oder was auch immer. Das ist doch gar nicht machbar, Sensi hauptberuflich zu machen. Warum? Warum ist das nicht machbar? Das wäre mal interessant jetzt zu wissen. Das ist schon ein Gedanke, den ich habe, und das geht sogar sehr gut, Sensi hauptberuflich zu machen. Aber dazu wird es dann, wenn es soweit ist, demnächst noch ein gesondertes Video geben. Ich muss mir da ein paar Fragen stellen, weil weil das hier, das wird halt immer mehr, ne? Und ja, das wird halt immer mehr. Und ich muss mir irgendwann diese spezielle Frage stellen. Ne? Irgendwann. Aber da ich ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch bin, will ich jetzt hier erstmal noch so, ne? Mindestens, Minimum 2 bis 3 Jahre, mir das hier so angucken. Weil dafür brauche ich muss wissen, wie läuft das im Sommer, ja? Bleibt das so stabil oder fällt das ab? Würde ich irgendwann am Hungertuch nagen? Ja, das sind ja alles so Fragen, die man sich stellt oder ich mir stelle. Ja, ich arbeite ja auch in der Pflege, allerdings nur 75%, und das ist gut so, weil so wie ich das betreibe, ja, ich habe ja dieses Ziel, wirklich irgendwann davon leben zu können. Ne? Dementsprechend investiere ich ja meine Zeit ganz anders, ja, und ich habe halt ganz andere Ziele wie so manch einer. Das sage ich ja auch immer.
je nachdem, was du für ein Ziel hast, ja, muss ganz klar sein, dass du da natürlich Zeit investieren musst, weil von nix kütt einfach nix. Das ist so, gell? Aber wenn ich das nur so, ja, nur so ein bisschen so für mich machen will, da sprichst du ja nicht von diesen Zeitrahmen, den ich zum Beispiel investiere, gell? Aber das ist halt jedem selbst überlassen und das ist auch manchmal ein Prozess, der sich da so entwickelt. So, oh, sorry, da war jetzt wieder eine Frage. Geht schon, ich würde aber Minimum 2 Jahre Erfahrung sammeln. Ja, Sandra, definitiv, weil ich bin ja nicht hier irgendwie, wie soll ich das sagen, leichtgläubig oder so, ne? Das läuft enorm super, ja, aber weil ich halt ein sicherheitsbedürftiger Mensch bin und ja auch allein lebe, das darf man ja nicht vergessen, ja? Ich habe keinen Ehemann oder keine Beziehung, wo man noch mal ganz anders mit diesem Thema umgehen könnte, ja? Also ich muss für mich schon gucken, dass ich abgesichert bin. Ja, und deswegen, also ich nehme das nicht auf die leichte Schulter oder mache jetzt hier irgendwie was Blödes. Ja, so würde ich niemals machen. Niemals. Dafür, wie gesagt, zu sehr sicherheitsbedürftig. Also wenn ich tatsächlich in einer, also langjährigen Beziehung wäre oder verheiratet wäre, ne, eine gute Ehe führen würde, dann würde ich gewisse Themen mit meinem Partner definitiv besprechen, ansprechen, durchsprechen, durchrechnen. Ne? Aber das, ne, I'm Single und deswegen jedet nicht. Ne? So. Ich habe so das Gefühl, ihr habt eigentlich gar keine Lust mehr, den Katalog zu gucken, sondern mir Fragen zu stellen. Ist das so? Weil dann können wir auch damit aufhören und wir quatschen einfach noch. Die Ventilatoren. Ich liebe dieses System. Es muss halt einfach Spaß machen und hier merkt man die Freude ja auch an. Ja, definitiv. Also, das hört sich ja immer so, ja, was weiß ich, so geschwollen an. Ich lebe Sensi, wirklich. Ich lebe es, weil ich seit Jahren mich mit diesen Produkten umgebe und einfach so begeistert bin. Deswegen, also ich muss mich dafür nicht anstrengen oder so, ne? Das kühlt einfach so. Ventilatoren. Eines meiner Liebsten ist mein Go. Ja, man muss Freude haben, sonst funktioniert das alles nicht. Also, mein Go, ich liebe ihn abgöttisch. Den habe ich überall. Den schleppe ich auch mit auf der Arbeit. Den schleppe ich teilweise mit, wenn ich einkaufen gehe. Ja, so bescheuert bin ich. Aber ich liebe ihn. Weil er halt mobil ist und, und. So, jetzt kommen wir zu den Diffusern. Wir machen erstmal die hier. So, das sind halt ganz einfache Diffuser. No, hier in dem, ja, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, hier in diesem Dings hier, wie heißt das, dieses Muster da, helft mir mal bitte. Prinzessin Garstig, da kommt nicht genug Duft raus. Also, das ist jetzt nichts für 120 Quadratmeter zu beduften. Ja, also, das auf gar keinen Fall. Ja, der hat ein Edelsteinmuster. So, also, wir waren hier bei denen. Ne?
Ich habe den Vorgänger davon. Und wir kommen aber jetzt zum Premium Diffusor, das ist eher hier, weil das halt unfassbar schön ist. Das machen wir jetzt so. Hier seht ihr alle Schirme, die es zurzeit gibt. Und die Besonderheit ist halt, man kauft sich die Basis und kann dann halt immer die Schirme auswechseln. Und ich habe diesen Diffusor oder Diffusor an sich, aber meistens diese hier, mehrfach schon verkauft, weil die einfach schön sind. Ja, die sind auch nicht ganz günstig. Ja, die Basis, die sieht man hier jetzt nicht. Die Basis kostet 110 Euro und dann je nach Schirm zwischen 80 und 95 Euro. Aber du hast halt so viele verschiedene Funktionen. Ja, du hast einen Eco-Modus, 180 Milliliter, fast der Tank der Basis. Und der läuft halt im Eco-Modus 8 Stunden. Wenn du den voll Power laufen lässt, läuft der 6 Stunden. So, verschiedene Lichter, 16er Farbwechsel und. Du kannst dir die Farbe einstellen, die du am liebsten haben möchtest. Kerzen flackern, alles. Und deswegen finde ich den so toll. Und auch weil wir halt die verschiedenen Schirme haben. Sprich, du hast immer ein anderes Dekoobjekt. Also ich habe zum Beispiel alle drei Schirme, die hier oben sind. Und das ist total genial, weil du halt immer ein anderes, ja, neues Gerät hast. Ich liebe den Diffusor und auch den kann man sich ja über eine Party holen. Dafür braucht man allerdings auch zwei Artikel zum halben Preis. Ja? Oder du hast halt eine enorme Warengutschrift. Kaufst du dir den neuen Schirm? Das weiß ich noch nicht, ob ich mir diesen Schirm hole. Kannst du mal den. Die habe ich unten. Den habe ich unten. Da kann ich, und ich kann jetzt nicht weg. Aber wartet, ich schreibe mir das auf. So, Videoclub. Video Diffuser. No, da machen wir das so, weil das sprengt hier heute Abend den Rahmen. Wir sind eh schon 1,5 Stunden zugange. Also, hier seht ihr auch, ne, zum Beispiel der Enrich, das ist er hier. Und diese ganzen Farben gibt es halt, ne? Das ist der Farbwechsel. Und diese ganzen Farben kannst du dir aber auch einzeln feststellen, ne? Und da ich ja halt so ein Blau- bzw. Aquatyp bin, habe ich natürlich ganz oft hier, ne, zwischen ja, Grün und Blau an. So war zum Beispiel. Lieblingsöl habe ich nicht, weil das bei mir stimmungsabhängig ist. Auf der nächsten Seite habt ihr nämlich die ganzen Öle. So, genau. Und da stört mich die Größe. Die sind ja 15 Milliliter. Und das ist mir zu groß. Wenn ich jetzt da zum Beispiel, ich bestelle mir die Düfte ja anhand der Beschreibung. Ne? Meistens treffe ich das wirklich gut, dass ich Glück habe und weiß, okay, das ist wirklich was für mich. Aber manchmal ist es auch ein Griff in Klo. Dann wäre mir lieber, die wären nur 5 Milliliter, wie halt ne? Diese Packungsgrößen, wenn Kollektionen kommen. Weil dann hast du sie schneller weg. Was ich halt, ich liebe Zitrus, ja, weil zitrig ist, ist ausgleichend, aufmunternd, ne? Und das macht mich einfach froh. Und ich
habe verschiedenste Öle und je nach Tagesform. Ne? Ich mache mir die dann auf und schnüffel dann und das, worauf ich dann am meisten Lust habe, das mache ich dann in den Diffuser. Ich habe, je nach Öl, benutze ich 3 bis 8 Tropfen. Aber 8 ist je nach Öl manchmal auch schon zu viel. Ne? Und die Beduftung mittels Diffuser kann man nicht vergleichen wie halt mit Wachs in der Lampe. Das ist eine ganz andere Art der Raumbeduftung wie halt mit Wachs. Und gerade auch Öle, bitte, bitte, bitte keine Öle in bekannten Drogeriemärkten holen. Ne? Bitte, bitte nicht, weil. Bitte nicht. Ja? Nein. So. Body-Serie. Da habe ich ja auch alles von. Ja? Ich habe Badesalz, Körperpeeling, Duschgel, Körpersprays habe ich, Handcreme sowieso und jetzt die Seife in neuer Größe. Ne, vorher gab es ja die kleinen und jetzt in großer Größe. Ich nehme immer den Pomegranat aus der Drogerie. Ich, ne, das. Nehmt keine aus dem Drogeriemarkt. Oh, hallo! Hallo Regina! Oh, danke! nehmt keine Öle aus der Drogerie. Ja, das müsst ihr für euch natürlich selbst entscheiden. Aber das ist nix. Ich mochte die kleine Seifengröße. Die riecht so gut und so stark. Der riecht so gut und so stark. Ja, ich benutze seit Jahrzehnten keine Öle mehr aus den einschlägigen Drogeriemärkten. Also mit der Seifengröße, da scheiden sich die Geister. Ich mochte auch die kleine Größe, weil das war halt auch immer ein schönes Mitbringsel, ein schönes Geschenk. Und wenn du dann mal einen Duft hattest, ciao. Und wenn du dann mal einen Duft hattest, der dir nicht so zugesagt hat, ah ja, da warst du halt schneller fertig. Ne? Jetzt mit diesem großen Bottich, viele haben sich aber eine größere Seife gewünscht. So, und die Mehrheit hat gewonnen und deswegen haben wir jetzt eine große Seife. Dann unsere Küchenprodukte. Ich finde es sehr schön, dass es die Seifen jetzt in etwas größer gibt. Die Form der Seife war auch schöner als die neue. Ja, das liegt halt alles im Auge des Betrachters. Also die Form der Seife, die finde ich jetzt nicht schlecht von dem größeren. Nur halt so die kleine, das war halt wirklich immer ein tolles Mitbringsel. Unsere Reinigungsprodukte. Badreiniger wärmstens zu empfehlen, der Allzweckreiniger, Spülmittel, weil von diesem Spülmittel und alles, was mir an Adelige und Duschbad nicht gefällt, fliegt ins Wischwasser. Nur mal so eine Idee. Zum Beispiel, man kann es eh nicht allen recht machen. Nee, das nicht allen. Sehr freuen, wenn Sensi mal etwas umweltfreundlicher wird, würde ich auch mehr für bezahlen.
Sie sind ja schon, ne, dabei. Aber wir dürfen nicht vergessen, Amerika. Das ist alles ein bisschen anders wie Deutschland. Feste Seife kann ich mir nicht vorstellen, dass die geben wird, weil das auch was mit Hygiene zu tun hat. Weil du kannst nicht eine, oder viele möchten nicht eine feste Seife benutzen. Ist völlig idiotisch, ja, aber no, das ist ein Argument von vielen. Welche Produkte? Ja, der Allzweckreiniger, das ist wirklich der. Nee, Christine, Schaumbad ist nicht. Also da ist ganz wenig Schaum, bis gar nicht. Und der Schaum ist ja nur für den Kopf. Der macht ja nichts. Ne? Das ist eigentlich nur für den Kopf, also nicht böse, ne? Sondern das ist auch bei Spülmitteln. Ne? Mir käme auch komisch vor, wenn ein Spülmittel nicht schäumt. Ne? Aber der Schaum macht nichts. So, die Meermenschen finde ich klasse. Die Meermenschen. Die Mitmenschen. Die Meermenschen. Also ich meine die Verpackung, besonders bei Reinigen und zum Beispiel Duschgel. Ja, man merkt leider wieder die Amel. Ja, Solveig, klar. Da bin ich ganz bei dir. Na, mit diesem zusätzlichen nochmal in Plastik eingeschweißt. Aber das hat, denke ich, auch was mit dem Transport zu tun. Die Wäschelinie, wie gesagt, da muss ich ja nicht mehr viel erzählen, weil ich benutze alles drei. Und das ist das, was ich eben meinte. Die Washer Whiffs, also der Wäscheduft, den hätte ich auch gern in dem riesen Bottich, wie sie es in Amerika haben. Unsere Duftblume finde ich der neue Aufdruck im Katalog auf dem Badesalz. Der neue Aufdruck auf dem Katalog. Wie war man? Die Kunststoffkügelchen aus den Pots kann man als Füllung zum Häkeln benutzen. Ach, meinst du jetzt hier, ne? Mehr Mann und alles klar. Mehr. Jetzt habe ich auch geschnaggelt. So. Die Duftblume. Ich denke, die haben auch schon viele von euch. Hier ist halt die Liste mit den Düften, in denen die zwei unterschiedlichen Blumen gibt. Einmal die Dahlia und Buttercup Belle. Ich habe schon ganz viele Blumen verschenkt, weil das ein tolles Geschenk ist. Das ist auch nix für einen 100 Quadratmeter Raum zu beduften. Na, das ist super für Gästezimmer, Gästebäder, wo zum Beispiel auch keine Steckdosen sind, kleine Spinz und sowas. Make a splash, riecht aquatisch. Warte. Der ist auch in der Kategorie frisch. Das ist taufrische Melone, knackiger grüner Apfel. Tauchen in erfrischendes, türkisfarbenes Wasser ein. Also der ist aquatisch und ein bisschen fruchtig. Aber ich finde, dieses Zusammenspiel ist da wieder sehr ausgewogen. Welche Duftblume ist am intensivsten? Hab die Joy & Wonder und die riecht. Also, Joy & Wonder kannst du knicken. Ich habe zwei Stück in meinem Ankleidezimmer stehen und da riecht man so gut wie gar nichts. Also ich kann ja nicht. Machst du eigentlich noch Videos von deinen Club-Abos? Diesen Monat nicht, weil da so ein Durcheinander war. Und deswegen kam kein Video. Und
Ehrlich, ich hatte auch nicht so wirklich Zeit. Aber das war ein riesen Durcheinander und ja, der eigentliche Club, auf den ich ja warte, dieser riesen Club, wo Unicorn und ne, all die Düfte drin sind aus dem von Bring Back My Bars, den kriege ich erst am 11. Februar, weil ich zu spät war. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie das gegangen hat. Also, stark sind Sea Salt und Avocado. Aber ich finde die stark. Das muss dann nicht heißen, dass du den stark findest. Aber das ist schon so ein krachiger Duft. Blue Grotto ist krachig. Iridescent Pearl ist krachig. Amazon Rain, der ist für mich schon so, aber aufgebraucht Video kommt noch. Ja, yep, aufgebraucht Video kommt noch. Luna finde ich persönlich schwach. Ich habe eine Mighty Pine Duftblume während der Weihnachtszeit im Wohnzimmer gehabt. Super. Ja, Mighty Pine, das war ja auch der Kracher schlechthin. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Das ist schön. So. Hier haben wir dann die Kabas. Ne? Das ist der für einen Spiegel zu hängen. Das sind die Clips für direkt an die Lüftung zu hängen. Hier ist der Scentpack. Den kannst du entweder in den Schrank hängen. Der kommt eigentlich normalerweise in die Buddies rein. Ich habe den zum Beispiel in der Umkleide in meinem Spind hängen und die Scent Circle hier, das ist mal was, wenn du einen Duft mal kennenlernen willst und willst dir nicht direkt ein Bar kaufen, dann ist so ein Scent Circle gut. So, was jetzt noch interessant ist, auf Seite 45, da ist genau beschrieben, wie das mit so einer Party läuft und ab wann ihr was verdienen könnt. Welcher der neuen Lampen ist dein Favorit? Night Sky. So, und die allerwichtigste Seite ist Seite 48. Bitte studiert die ganz genau, weil da sind alle Sparangebote, Kombiangebote auf einer Seite. Ganz, ganz wichtig, bitte auch immer diese Sparangebote auch wahrnehmen. Das ist ganz einfach, wenn ihr auf meiner Seite seid, ne, unter Kombinieren und Sparen, also Sonderangebote und dann Kombinieren und Sparen. Und dann werden euch die verschiedenen Sparmöglichkeiten aufgezeigt. Und dann sucht ihr euch das aus, was ihr möchtet. So, und hier auf der letzten Seite habt ihr natürlich die Übersicht über alles, über das komplette Duftsortiment und in welchen Kategorien. Kombinieren. Ist die Blume aus Papier oder Furnierholz? So, Solarholz ist die Blume. So, das finde ich auch ein bisschen, ja, ich wüsste selber nicht, wie man anders machen könnte. Das ist mir zu klein geschrieben, zum Beispiel. Ja. So, Menschen mit guten Augen werden wahrscheinlich keine Probleme haben. Menschen wie ich mit schlechten Augen, also ich muss da schon, ne, gucken. Könntest du mir den Pink Cotton beschreiben? Hab gehört, dass er schön süßlich sein soll. Ja, Pink Cotton. Warte. Jetzt ist er wieder aus dem Katalog gehüpft, ne? Pink Cotton. Hallo? Ach Gott.
Also, da ist, der ist in der frische Kategorie und da gehört der auch hin. Also, Pink Cotton, da ist Baumwolle drin. Mit fruchtigen rosa Beeren und Vanillezucker. Pink Cotton ist auch ein Bestseller von Cenci und das auch nicht ohne Grund. Und das ist seit Jahren ein Bestseller. Der ist einfach klasse. Du hast da wirklich diese Frische von der Baumwolle gepaart mit der Süße. Die Süße von der Vanille und das Süße von den Beeren. Und diese Kombi ist auch wieder ausgewogen, dass du alle drei Komponenten wirklich riechst. Und Pink Cotton ist süß. Wirklich süß, aber halt auch ein bisschen frisch durch die Baumwolle da drin. So, zu guter Letzt. Auf der letzten Seite, ne, die komplette Übersicht über alle Lampen, alle Produkte. Und auf der Rückseite auch nochmal. Wenn du einen neuen Duft kaufst zum Ausprobieren, was nimmst du dann? Wie? Wie? Es ist schon spät, Leute. Also, na? Wenn du einen neuen Duft kaufst zum Ausprobieren, was nimmst du dann? Wie meinst du, Summer? Entschuldigung. Entschuldigung. Also ich suche mir einen Duft sowieso nach der Duftbeschreibung aus, weil anhand der Duftbeschreibung kann ich mir meistens schon vorstellen, wie er riechen könnte. Ja, und dann bestelle ich ihn und pack mir den in die Lampe. Ja, Sandra, alle. Am liebsten schon. Ach so, ihr wolltet doch auch noch Wachsaufbewahrung sehen. Ich muss beichten. Warte. Potz oder Duftblume oder den Bar? Immer den Bar, immer Wachs, immer Wachs. Ich muss beichten, das mit der Kerze gießen funktioniert einwandfrei. Meine Neugier hat es nicht ausgereicht. Ja, natürlich funktioniert das. Na klar kannst du aus diesem Wachs Kerzen gießen. Ein Live früh morgens um 7 wäre auch gut. Nee, ich tendiere eher zu 5. Natürlich funktioniert das mit dem Wachs. Nur das ist halt kein Wachs, um Kerzen zu gießen, weil das ein sehr weiches Wachs ist. So, Wachs auf. Was ist jetzt? Du bist live. Hast du eigentlich ein Video? Hast du eigentlich ein Video zu den exklusiven Düften für Clubinhaber gemacht? Nee. Nee. Nee, hatte ich damals nicht. Wachs auf, Boom. Kamen, also der Grund, warum, der Januar war ja dünn gesät, ne, mit Videos und halt auch auf Instagram war ich ja noch weniger unterwegs wie sonst. Was daran liegt, dass der Januar arbeitsmäßig echt krachig war, also im Hauptjob, ne. Viel eingesprungen, viele Dienste und ja. Und deswegen kam halt auch nicht die Masse an Videos. Und weil ich da noch, ne, genug mit Sensi zu tun hatte. Und manchmal wirklich auch keine Lust hatte. Weil ich dann einfach kaputt war. Und Schluss. Geht das noch weiter hier? Keine Ahnung. Ja, so. Gott, 2 Stunden gleich. Wie sieht es aus? Wollt ihr noch irgendwas Spezielles wissen? Oder
Habt ihr ihn noch? Oder. Wie sieht's aus? Seid ihr noch da? Ich sehe gerade keine Kommentare. Warum nicht? Ah. Nee, das war das Letzte. Ich muss beichten. Nö, habe ich so alle gelesen. Seid ihr noch da? 43 People sind wir. Jetzt kommen hier die Nachtschwärmer, ne? Ich fange so langsam an, müde zu werden. Jetzt kommen die Nachtschwärmer. Ich würde ja wirklich gern morgens zwischen 4:30 und 5 live gehen. Ne? Weil das ist meine Zeit. Aber ich glaube, da wäre ich auch sehr einsam hier. Wollt ihr eigentlich öfter mal live sehen? Oder ist das nicht so, was euch so interessiert? Weil, guck mal, jetzt sind wir schon 2 Stunden und so ein Video, das ist ja nur wirklich, ne, das ist ja meist nicht so lang. So, seit 2 Stunden nuggel ich hier an einer Tasse Kaffee. Ich sehe keine Kommentare mehr. Also, wollt ihr öfter, dass ich live. Wollt ihr, dass ich öfter mal live gehe? Oder sagt ihr, nee, Nicole, so prickelnd ist das Format nicht? Also, damit kann ich auch total umgehen, ne? Kein Thema. Was war noch? Oder habt ihr sonst noch Fragen? Weil hier kommt gar nichts an Kommentaren jetzt. Das verunsichert mich. Ich weiß nicht, ob ihr noch was schreibt. Aber angeblich bin ich immer noch live. Schreibt mal einfach, huhu. Gib es doch nicht, hier quitt wirklich nichts mehr. Das ist bestimmt irgendein Fehler im System. Keine Ahnung, was jetzt los ist. Ja, schade. Also ich krieg hier nichts mehr, gar nichts mehr hier angezeigt. Ah, wartet. Meine Solwei schreibt mir gerade. Alle schreiben gerade Kommentare. Oh, ich lese hier nichts mehr. Oh nein, oh nein. Die letzte Frage ist, hast du eigentlich, ne, ein Video über hier Club-Gedöns gemacht? Kann das denn sein, dass ich hier zu lange schon live bin? Aber eigentlich ja nicht. Was macht das? Oh. Okay. Nein. Könnte ich ja mal so ein bisschen rumspielen, ne? Nee, das ist ja blöd, aber ich kriege hier wirklich. Und das ist wieder zeitverzögert. 1, 2 Sekunden. Einige Nachrichten werden eventuell nicht angezeigt. Alle Mitteilungen werden angezeigt. Ich will ja, dass alle. Verfluchte Technik. Oh, ich glaube, ich habe euch wieder, oder? So, bloß nicht um 5 Uhr.
Das wäre aber meine Zeit. Ich hab euch wieder, ich hab euch wieder. Sehr schön. Oh nein, sie denken, wir wären alle weg. Ja. Verfluchte Technik. Aber ihr seid alle wieder da. Ja, öfter live. Ja, okay. Live ist super. Ja, unbedingt öfter. Ich bin auch um 5 dabei. Das war ich tatsächlich irgendwann mal. Morgens um 5. Ja, gerne, aber erst abends. Ja, bitte regelmäßig. Okay. Ich finde live klasse. Volkibär? Ja, bitte. Super zum Fragen stellen. Ja, das stimmt. Na, im Video ist das dann natürlich blöd. Und ich persönlich bin ein Mensch, der gar nicht gerne Lives guckt. Ne? Also, weil mir das dann alles zu lang dauert. Ja, perfekt. Dann mache ich. Oh nein, sie denkt, wir sind alle weg. Ja. Dann mache ich ein Live, zum Beispiel das nächste Live, wenn dann die Lampen da sind. Ne? Das wäre doch bestimmt auch eine coole Idee. Bitte achten Sie auf. Das Zuhören ist so beruhigend. Ich bin Rentner und gehe erst am frühen Morgen ins Bett. Da kann ich nicht um 5 Uhr. Aber die Effekte waren auch super. Technik, die begeistert, ja. Ah, und da ich ja eh nicht so Frau Technik bin, ja. Das ist dann immer spannend. Ne, deswegen, ich hätte das auch gerne so für euch gemacht. Ne? Was weiß ich, das von oben noch eine Kamera küt. Oh, hier, ne? Winkeärmchen. Aber es winkt nichts, ne? Jetzt fängt es an, peinlich zu werden. Also, ich hätte auch gerne gehabt, ne, dass von oben so eine Kamera kommt und man mich trotzdem in der kleinen Ecke, ne, im Bildschirm sieht und man halt direkt, ne, von oben auf den Katalog. Aber da müsste ich mir eine neue, ne, dafür brauche ich ja eine neue Kamera oder keine Ahnung. Da bin ich. Ja. Ein Live während des Probenerstellens wäre auch toll. Ist noch alles knackig? Wo ist der Zettel denn jetzt hin? Ja. Das Alter geht nicht spurlos an einem vorbei, ne? Ein Live. Bitte öfter live. Sorry, wenn ich hier so rumwackel, aber ich muss das. Du hast so eine meditative Art an dir. Das beruhigt mich immer sehr. Echt jetzt? Ich bin ja aber alles, aber nicht ruhig. Zeit zum Schreibtisch zu wechseln. Und zu werkeln. Aber bitte bleib so, wie du bist, egal ob live oder Video. Macht jedes Mal Freude. Oh, danke schön. Die Lache ist auch so ansteckend. Macht direkt gute Laune. Auf dich wirkt das so. Ja, das ist schön.
So, meine lieben Liebenden, ne, es ist, ne, guckt mal auf die Uhr, Zeit für mich zu Bett zu gehen. Tatsächlich, weil es ist nicht meine Uhrzeit, das hier, ne? Morgens um 5. Tschakka. Es hat mir auf mich. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht hier mit euch. Geil. Wirklich geil. Ich bedanke mich bei, also klasse. Und vor allen Dingen, wie lebendig hier der Chat war. Das finde ich ja klasse, ne? Viele Fragen, viel, ja, lustig Geschirr geschrieben, also tipptopp. So. Mir hat es auch total Spaß gemacht. Also, ihr Lieben, dir auch euch allen eine angenehme Nachtruhe und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video oder live. Aber ich könnte hier an die Technik, Freunde, das ist doch richtig, wenn ich über Instagram ein Video mache, ein Live mache, das kann ich doch dann auch auf YouTube hochladen, oder wie war das? So, ich muss jetzt essen und aufs Sofa. Bis bald. Ja, toll, bye. 'Bis bald, bis bald. Schlaft gut. So, ich bin jetzt auch weg. So, wie kriege ich das denn jetzt hier ausgeschaltet? Geht es nämlich schon los? Nein, jetzt drehe ich die Kamera. Juhu, hier glaube ich, oder? Highlight speichern. Ist das ein Highlight? Highlight nicht. Keine Ahnung, jetzt komme ich hier nicht raus. Ah, möchtest du den Stream beenden? Ja. Ciao.